Esther Beutin. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Lukas Köhler, ich glaube, man sollte keinem Irrglauben aufsetzen. Ich glaube, es wäre eher eine Beleidigung für Kinder, wenn man bei der AfD von kindlicher Unwissenheit sprechen würde. Denn das, was Sie machen, ist nicht naiv, es ist nicht dumm, sondern es ist hochgefährlich. Es ist hochgefährlich für unsere Demokratie und es vergiftet unser Klima, gleich im doppelten Sinne. Und der Vorredner der AfD hat beispielsweise, ich zitiere einmal, davon gesprochen, mit dem Klimaschutz wolle man Sozialismus weltweit einführen. Man wolle eine Ökodiktatur durchsetzen. Es sei eine Diktatur durch die Hintertür. Das soll hängen bleiben. Klimaschutz bedeutet Diktatur. Nein, das Gegenteil. Wir machen gemeinsam Klimaschutz hier und wir machen das auf demokratischem Wege. Das, was Diktatur, was Verblendung ist, das kommt aus der rechten Seite. Und es wird gesagt, das Coronavirus sei gefunden worden, um Panik zu verbreiten, um dann diesen Sozialismus durch die Hintertür dann durchsetzen zu können. Und das Ziel der deutschen Klimapolitik sei das Auslöschen der Nationalstaaten. Und Auslöschen der Nationalstaaten, da bitte ich, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien, einmal ganz deutlich hinzuhören. Was dort gesagt wird, ist die Nazi-These, die besagt, die deutsche Bundesregierung wolle die deutsche Bevölkerung austauschen, wolle Nationalstaaten abschaffen. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es wird hier im Deutschen Bundestag Nazi-Ideologie verbreitet. Diese AfD ist eine Gefahr für die Demokratie. Sie ist die Partei der systematischen Lüge. Und an dieser Stelle kann und muss man eigentlich nur noch sagen, Nazis raus aus den Parlamenten. Aber, und das muss man auch sagen an dieser Stelle, wir haben heute den Jahrestag des Pariser Klimaabkommens. Am 4. November 2016 ist es in Kraft getreten. Und an diesem Tag, heute, 4 Jahre später, haben die USA ihren Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen erklärt. Die AfD behauptet, dieses Klimaabkommen sei völkerrechtlich nicht verbindlich und es sei nur irgendein Stück Papier. Nein, das ist falsch. Alle Staaten der Welt halten es für völkerrechtlich verbindlich, bekennen sich zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens. Wir können über die und müssen über die Umsetzung diskutieren. Aber die völkerrechtliche Verbindlichkeit infrage zu stellen, ist einfach eine dreiste Lüge. Und wir sollten dieser Lüge hier im Parlament entgegentreten. Deswegen sage ich, wir brauchen Klimaschutz, wir brauchen ihn sozial gerecht. Wir müssen die Arbeitnehmerinnen, die Beschäftigten mitnehmen. Wir müssen die Gewerkschaften mitnehmen. Wir müssen die Betriebe mitnehmen. Wir müssen die Klimabewegung mitnehmen und die Zivilgesellschaft. Die Braun-Blauen brauchen wir bei diesem Thema nicht. Ihnen haben wir etwas entgegenzusetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Lorenz Göster Beutin. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Lisa Badeau.